So, ich glaube, wir hatten ein kleines technisches Problem. Frau Herbrich, hallo, hören Sie mich? Wir entschuldigen uns. Genauso wie live passieren auch oder beziehungsweise vor Ort passieren auch Digitalpannen. Irgendjemand hat uns gerade das Meeting einfach geschlossen. Das ist gar kein Problem. Wir hoffen, Sie wählen sich einfach wieder ein. Und ich sehe auch gerade schon, dass viele wieder reinkommen. Ich danke Ihnen. Frau Damke, ich übergebe wieder das Wort an Sie und auch das Bild. Ja, vielen Dank. Das war eine kleine technische Panne. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt hier auch schon so wie ich. Ich würde jetzt einfach ganz gerne mal meinen Bildschirm übertragen, habe aber da momentan noch nicht das Recht dazu. Ah ja, jetzt ist es mir möglich. Okay, so, ich hoffe, dass Sie das jetzt auch sehen, wie ich es sehe. Wir sehen alles perfekt. Ja. Sehr schön, genau. Also nochmal von vorne, vielen Dank für die Gelegenheit, unseren Ansatz hier von Beyond Bild einmal vorzustellen. Fragen gerne kurz rein. Das soll jetzt hier trotz des digitalen Formats natürlich nicht so ein frontaler Vortrag sein. Also bitte gerne jederzeit Fragen stellen. Vielleicht einfach ganz kurz, was ist Beyond Bild? Wir sind eine Digitalisierungsplattform für Immobilien. Das heißt zunächst einmal, dass wir mit strategischen Investmentpartnern ganzheitliche Lösungen anbieten für die Digitalisierung der Immobilien- und Bauwirtschaft. Unser Ansatz ist dabei, ein Ökosystem aus verschiedenen Technologien zu einem Ganzen zusammenzuführen, um neue Produkte in der Immobilienwirtschaft für Developer beispielsweise möglich zu machen. Die Technologien sind zumeist Startups. Wir haben aber im Portfolio auch schon einige länger agierende Player versammelt. Und wenn es noch Lücken im Ökosystem gibt, dann bauen wir auch gemeinsam mit den strategischen Investoren neue Dinge auf. Vielleicht einfach noch mal ganz kurz, wer steht überhaupt hinter Beyond Build? Das ist ein bunter Mix aus Menschen mit sehr viel Erfahrung in der Digitalwirtschaft und gleichzeitig aber auch Menschen, die aus der Immobilienwirtschaft kommen. Natürlich in unserem Board oder Beirat ganz vorne eine wichtige Säule ist der Patrick Adenauer, der mit seiner Firma Bauwins, glaube ich, ein sehr bekannter Player in dem Markt ist. Der Sascha Jacobi ist als Vorstand der Bauwins Development, also als der Immobilienentwicklungstochter der Bauwins, natürlich auch eine ganz wichtige Säule. Jan Webering als CEO der Avenga kommt dann sehr aus der Digitalrichtung und der Ralf Günther wiederum eben aus dem Bereich Real Estate mit Erfahrung bei der Corpus Sireo und beim Swiss Life Asset Management. So, das ist quasi, sind die Menschen, die hinter uns stehen und uns auch finanzieren. Im Management-Team sind wir der Alex Reichhuber, der ist eben verantwortlich für das Thema Investor Relations, der Markus Keller, der macht bei uns Operations und Finance. Ich selber bin von Hause aus Architektin, kümmere mich um das Thema Business Development, habe halt langjährige Erfahrung im Bereich Vertrieb und technische Implementierung einer Common Data Environment Lösung in der Bauwirtschaft. Habe dann einige Zeit in der Zentralabteilung eines sehr großen europäischen Baukonzerns gearbeitet, der den Bereich Innovation und Digitalisierung zentral vorangebracht hat. Und mein Kollege Stefan Kellner macht das Thema Products und Venture Building. Der hat lange Jahre im Bereich von der Bahn und InnoG gearbeitet und bringt auch da Digitalkompetenz mit rein. Also Sie sehen, das ist ein bunt gemischtes Team aus Menschen, die eher jetzt im Bereich Construction und Immobilien unterwegs sind und dann Menschen, die eben die Digitalkompetenz mit reinbringen. Und ich glaube, das ist eine der Erfolgskriterien, dass man branchenübergreifend zusammenarbeitet und das Know-how, das Beste aus beiden Welten sozusagen zusammenbringen kann. Genau. Mit Bauwins haben wir einen starken Gründungspartner und eine sehr, sehr geduldige Sandbox, wie man das heutzutage ja so hübsch nennt. Also einerseits haben wir halt Zugriff auf wirklich viele verschiedene Projekte, in denen wir unsere Lösungen implementieren und testen können. Andererseits haben wir natürlich unglaublich gutes Feedback der Kollegen einfach zur Entwicklung und Realisierung unserer Themen. Die Bauwins ist schon lange Jahre sehr aktiv. Ich selber bin 2003
als Consultantin in einem Startup der Bauwens angefangen, das wir gemeinsam mit Heidkamp gegründet hatten, die Connetics AG. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran. 2016 ja dann mit dem Project sehr erfolgreich verschmolzen. Bei Bauwens intern werden solche innovativen Themen wie Lean Construction und BIM auch schon sehr lange flächendeckend eingesetzt und sind komplett über alle Projekte ausgerollt. Da ist so der große Meilenstein bei uns im Hause das Jahr 2014. Und dann haben wir eben 2017 die Bauwens Digital, also unsere Vorgängergesellschaft, als PropTech und dann auch in Erweiterung Construction Tech Vehicle gegründet, weil wir gesagt haben, wir brauchen einfach auch Kapital, um diese Lösungen erfolgreich starten zu können. In 2018 haben wir den Gleispark angegangen. Den Gleispark, das zeige ich auch gleich noch in unseren Projektbeispielen, ist ein Pilotprojekt, ein digitaler Leuchtturm für das Thema Immobiliendigitalisierung. In der Folge haben wir auch noch weitere Preise gewonnen und uns, glaube ich, auch in der Branche einen Namen gemacht. Vielleicht einfach mal so ganz generell, was sehen wir als besondere Herausforderungen bei der Digitalisierung? Einerseits sind die Startups natürlich total innovativ und sie sind Spezialisten in ihrem Bereich. Sie haben sich wirklich schlau gemacht. Viele haben wirklich eine ausführliche Recherchephase vorne abgesetzt. Sie treffen häufig wirklich sehr gut den Bedarf. Das Thema, wenn ich aber jetzt in Richtung Immobilien schaue, ist, dass der Produktionsprozess von Immobilien ein sehr spezieller ist, und diese Integrationskompetenz, also wie schaffe ich es, mich sinnvoll in den Bauablauf zu integrieren? Wie spreche ich die Sprache meiner Kunden? Wie verstehe ich die Abfolgekette? Wie kapiere ich, was vor mir kommt, was nach mir kommt, zu welchem Zeitpunkt der richtige Implementierungszeitpunkt ist und so? Dazu muss ich im Grunde eigentlich Menschen haben, die sowohl aus der Baubranche kommen oder aus der Immobilienbranche kommen, als aber auch quasi mit den Entwicklern in einem Startup, in einer Technologiefirma reden können. Und diese Integrationskompetenz ist eben häufig nicht da, weil auf Seite des Technologieanbieters fehlt quasi die Immobilienkompetenz und auf Seiten des Immobilienentwicklers fehlt im Grunde die Kompetenz, mit einer Softwarefirma aktiv und korrekt implementieren zu können. Als Antwort darauf haben wir die BB Experts gegründet. Das ist eine Tochterfirma der Beyond Build und wir agieren dort als Planungs- und Implementierungspartner bei der Umsetzung digitaler Immobilien. Die zweite Thematik, die wir als Herausforderung erkannt haben, ist das Thema, dass Immobilienunternehmen eher Partner sein wollen und weniger Finanzier von digitalen Lösungen. Also im Endeffekt ist es so, dass die PropTechs Funds im Grunde eigentlich die Brücke nicht wirklich schlagen. Es geht ja nicht nur darum, jetzt Geld einzusammeln und dann nie wieder was davon zu hören, sondern es geht schon darum, quasi gemeinsam mit dem PropTech eine Lösung zu bauen, die für einen selber passt. Aber das PropTech hat natürlich auch das Interesse, eine Produktisierung vorzunehmen, die sie dann eben auch anderen Kunden am Markt anbieten kann. Die BB Invest ist als Investmentplattform an einer gemeinsamen und fokussierten Ausprägung eines solchen Portfolios interessiert und ich denke, das gelingt uns auch ganz gut. Die dritte Herausforderung, die wir sehen, ist, dass für eine weitere Marktdurchdringung wichtige PropTech-Erfolge bislang ausgeblieben sind, insbesondere weil häufig das Thema Betrieb von solchen digitalen Lösungen offen bleibt oder nicht mit bedacht wird. Also es ist sicherlich eines, Lösungen zu implementieren, IoT-Lösungen beispielsweise ins Gebäude zu bringen. Aber dann geht es natürlich auch darum, das, was man dort eingebaut hat, zu betreiben, zu bestücken, zu bespielen, den Content zu pflegen. Und das sind häufig auch ganz andere Kompetenzen und Menschen, die man da braucht, als es so üblicherweise bislang bei einer Immobilie der Fall war. Ich sag mal immer ganz blöd, wenn ich eine Tür einbaue, dann muss ich mich eigentlich nicht weiter um sie kümmern. Wenn ich ein digitales Schließsystem einbaue, dann aber sehr wohl. Ja. Und um diese Brücke zu schlagen, haben wir die BB Services am Start, die als unterstützender Partner für neue Anforderungen im Betrieb digitaler Immobilien gedacht ist. Also hier vielleicht einfach nochmal so ganz kurz. Was sind unsere Handlungsfelder?
Eben mit den Beyond Build Experts begleiten wir Immobilien bei der Realisierung. Wir konzeptionieren im Vorwege, welche Lösungen sinnvollerweise das jeweilige Immobilienprodukt, was der Developer herstellen möchte, sinnvoll nach vorne bringt. Dann haben wir das Thema Beyond Build Invest. Dann investieren wir in vielversprechende Lösungen oder entwickeln sie gemeinsam mit Partnern. Und dann haben wir immer das Thema BB Services, das wir eben auch noch betreiben und unterstützend als Partner ergänzend zum Property und Facility Management einbringen können, sodass der Betrieb von diesen modernen Immobilien auch sichergestellt ist. Genau. Vielleicht einfach nochmal so ganz kurz die Übersicht. Also zum Leistungsbereich unserer Beyond Build Experts gehört eben ganz intensiv auch im Vorwege gemeinsam eine Konzeption zu entwickeln. Ich sag mal, hier bei unserem Leuchtturmprojekt in Gleisbach haben wir, ich habe jetzt gar nicht gezählt, aber ich glaube, 8 verschiedene Technologiekomponenten verbaut, die natürlich auch nicht alle vom selben Startup, vom selben Lieferanten kamen. Und da die integrierende Klammer zu sein und dafür zu sorgen, dass die Dinge auch alle miteinander orchestriert, sinnvoll in einen Bauprozess eingebracht werden kann, das ist schon eine besondere Kunst, weil sich, sagen wir mal, die einzelnen Teilleistungen auch über ganz viele verschiedene Gewerke erstrecken. Ja, ich habe den Schlosser, ich habe den Türbauer, ich habe natürlich den Elektriker, aber ich habe natürlich dann auch den Energieversorger und so weiter. Also ich habe hier einen Haufen Leute, mit denen ich reden muss und Dinge, die ich da eben gemeinsam zusammenbringen muss. Ich glaube, das ist uns im Gleispark ganz gut gelungen. Gleichwohl haben wir natürlich eine lange Liste von Lessons learned, die wir jetzt in unseren nächsten aktuell gewonnenen Kundenprojekten auch so umsetzen möchten. Also wir konzeptionieren und planen und wir identifizieren Lösungen und Startup-Partner und wir koordinieren und begleiten während der Implementierungsphase. Genau. Hier nochmal so ein bisschen Überblick zum Thema Beyond Build Invest. Was machen wir da? Wir haben also eigentlich 3 verschiedene Arten, wie wir das aufbauen und skalieren. Einerseits gründen wir, das haben wir zum Beispiel bei Scalara und Living 25 getan. Wir investieren aber auch in Lösungen, die es schon am Markt gibt. Wenn uns interessierte Gründer ansprechen möchten, sind wir da auch immer offen dafür. Das haben wir zum Beispiel bei Ugulu getan, bei YouBirch getan, bei Sensorberg oder auch bei SpaceOS. Und wir partnern auch. Also zum Beispiel haben wir gerade in der Garage Realize als digitale Maklerlösung und noch so ein paar Dinge, die noch nicht als spruchreif sind. Aber ne, das gibt halt im Grunde eigentlich diese 3 Arten, wie wir die BB Invest nach vorne treiben. Genau, vielleicht hier noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Stand Oktober 2020. Ich weiß nicht, ob Sie die einzelnen Lösungen aus unserem Portfolio kennen. Gerne erzähle ich da auch nochmal etwas genauer im persönlichen Gespräch, wenn der ein oder andere noch Interesse hat. Aber wirklich nochmal ganz kurz vorgestellt. SpaceOS, das Betriebssystem für Gebäude, ist im Endeffekt eine digitale Anwendungsschicht für Gebäude, in denen wir verschiedene, naja, sagen wir mal, Betriebsthemen zusammenziehen. Ich zeige da auch gleich noch ein Fallbeispiel zu. Und das haben wir im Moment schon bei ungefähr, also etwas mehr als 1 Million Quadratmetern und 75.000 Benutzern ausgerollt. Dann haben wir das Thema Sensorberg. Das ist für das ganze Thema IoT-Plattform. Wir haben da circa 70 Gebäude und Quartiere bereits damit ausgestattet und werden im Laufe des nächsten Jahres circa 160 weitere Gebäude und Quartiere ausstatten. Scalara ist eben die digitale Lösung für die Wohnungsverwaltung. Und noch bevor wir überhaupt in den Start gegangen sind, es wirklich am Markt anzubieten, haben wir tatsächlich schon über 30.000 vorgebuchte Einheiten und Anfragen. Also auch ein großes Ding. Genau, und dann haben wir Ugulu. Das sind virtuelle Rundgänge. Sie werden es sicherlich schon mal gesehen haben, wenn Sie auf ImmoScout24 unterwegs waren. Das ist zu einem größeren Teil, wenn Sie da diese 3D-Rundgänge sehen, Ugulu-Technologie, die dahinter steckt. Genau. Zum Thema BB Invest. Wir werden als nächstes ein Smart Community Cluster aufsetzen, weil wir denken, dass das ein sehr vielversprechendes Thema ist. Also wie bewirtschafte ich und wie entwickle ich Quartiere und wie statte ich sie mit sinnvollen digitalen Lösungen aus? Momentan scheitert das im Grunde ja immer daran, dass ich einen Haufen Insellösungen habe und die zusammenzuführen ist einfach häufig ein sehr komplexes Vorgehen. Wir sprechen halt momentan mit verschiedenen Partnern
aus Energie, aus Versicherung, aus Telekommunikation, um gezielt da eine gemeinsame Investitionsplattform zu bilden und aus dieser Investitionsplattform heraus dann auch Technologie zu entwickeln. Unser Ziel ist, dass wir ein Investment-Vehikel entwickeln, in den nächsten 3 Jahren dann schrittweise eben Gründer, Technologieunternehmen und Investoren zusammenzubringen, um so einen Marktstandard auch zu entwickeln. Genau, das vielleicht hier einfach auch nochmal. Der zweite Schritt dann eben ist logischerweise auch, sich um den Betrieb dieser digitalen Immobilien zu kümmern, also über das Thema Concierge Services, über das Thema Content und Community Management, mit einem Koordinator natürlich dahinter, auch für das Thema Mobilität und Energiedienstleistungen, Betrieb von diesem ganzen Backend, ITK und Netzwerklösungen, Shared Assets zu verwalten und anzubieten, über die Mobilitätsthemen natürlich auch hinaus und gegebenenfalls auch noch weitere Themen. Wir entwickeln das gerade mit unseren Partnern, dann eben auch im Betrieb zu begleiten. Das ist unser Ziel für das Thema BB Services. Genau. Das war natürlich die hohe Flughöhe. Jetzt zeige ich gerne auch noch ein paar Anwendungsfälle und Beispiele von Projekten, die wir realisiert haben. Einfach nur, dass man das auch nochmal etwas besser fassen kann, was wir da so tun. Beim Gleispark, den ich ja schon erwähnte, das ist ein größeres Immobilienprojekt im Bereich Living in Berlin am Schönefelder Ufer. Da haben wir verschiedene digitale Komponenten verbaut und integriert. Es ging uns hier um das Immobilienprodukt Löffelfertig Wohnen. Das heißt, es ist ein tatsächlich voll ausgestattetes Apartment, was mit allen digitalen Amenities vermietet wird. Warm vermietet wird auch. Da haben wir natürlich als allererstes erstmal als integrierende Klammer eine mobile Mieter-App installiert. Über diese mobile Mieter-App habe ich dann die Chance, auf alle diese Services zuzugreifen. Natürlich angefangen erstmal mit dem Smart Access, also es ist eine komplett digitale Schließanlage auf allen Teilen des Gebäudes, inklusive Gästemanagement. Das heißt, als Bewohner habe ich überhaupt gar kein Problem, beispielsweise für meinen Handwerker oder meine Putzfrau einen kurzfristigen Zutritt in meine Wohnung zu ermöglichen. Dann habe ich auch das Thema Smart Metering und EcoScore. Das heißt, ich habe die Chance, meine Verbrauchswerte mit so ein bisschen einem Gamification-Ansatz, das zeige ich auch gleich nochmal etwas genauer, mir anzuschauen. Dann habe ich natürlich auch das ganze Thema Smart Home Integration. Also ich habe meine Lichtsteuerung, meine Jalousettensteuerung und meine Heizungssteuerung da natürlich auch drauf sitzen. Dann habe ich zusätzlich verlinkte Services. Das heißt, ich habe quasi wie so eine kleine digitale Nachbarschaft. Ich kann MySpäti andienen. Ich habe ein Rewash drin. Ich habe auch die Chance, mir Blumen darüber zu bestellen und so weiter. Da partnern wir mit verschiedenen lokalen Anbietern in Berlin. Dann habe ich natürlich auch das Thema komfortable Logistik, Paketbox. Das ist ja ein häufiges Ärgernis, dass wenn man nicht zu Hause ist, der DHL-Bote das Paket nicht abgeben kann. Das ist selbstverständlich dort auch gelöst. Dann habe ich das Thema Community-Vernetzung im Quartier. Das heißt, wenn ich neu in Berlin bin und in den Gleispark ziehe, habe ich die Chance, mein Profil freizugeben. Und dann habe ich wie so ein kleines internes Facebook nur für den Gleispark und kann so schnell meine Nachbarn kennenlernen. Und last but not least, ich habe natürlich auch die Vernetzung von einer Service-Ebene zu meiner Hausverwaltung. Das heißt, ich kann Bedenken, Mängel, Anliegen direkt über diesen Kanal an die Hausverwaltung melden und die kann auch schnell zurückantworten. Und dieses ganze Package, kann man sich halt vorstellen, gliedert sich natürlich in viele einzelne Teilleistungen. Wie gesagt, ich glaube, es sind ungefähr 8 verschiedene Lieferanten und Anbieter, die das dann möglich machen, dass wir so ein ganzes Paket Quartiersdigitalisierung anbieten können. Vielleicht nochmal etwas genauer auf dieses Thema EcoScore eingegangen, weil ich da immer viel drauf angesprochen werde, wie das denn aussieht. Natürlich ist der erste Schritt immer Bewusstsein zu schaffen, wenn wir uns jetzt überlegen, wie komme ich zu einer Verhaltensänderung, dann natürlich erstmal Darstellung der entsprechenden Einstellungen. Also ich habe einfach eine Darstellung, wie viele Themen ich verbrauche im Bereich Wärme, Wasser, Strom und so weiter. Und dann haben wir uns erlaubt, hier so einen kleinen Benchmarking-Ansatz grafisch darzustellen. Das heißt, ich sehe meinen Verbrauch, meine Einheit
im Vergleich zu dem der anderen Einheiten rechts und links von mir. Und das wird wochenweise dargestellt. Sie sehen hier diesen kleinen Baum, der blüht bei mir gerade, aber er kann auch kahl und blattlos sein, wenn ich hier mich als Umweltschwein verhalte. Das ist so ein bisschen hier unser Ansatz, einfach um die Leute anzuregen, in einer spielerischen Form sich eben ja, ein bisschen umweltfreundlicher zu verhalten. Genau. Das hier vielleicht einfach nochmal so als kleinen Preview auf das Thema, wie sieht sowas denn aus? Das haben wir eben mit dieser mobilen Mieter-App, wir nennen das Living 25, in den Markt gebracht und das einfach mal so ein paar kleinere Einblicke, wie so eine Oberfläche dann aussehen kann, wenn man sie im Einsatz hat. Selbstverständlich sind auch alle IoT-Komponenten dahinter geschaltet und man kann sie von dort aus andienen und ist wie eine Art Fernbedienung dann zu verstehen in dem Zusammenhang. Genau. Dieses selbe Setup haben wir selbstverständlich auch für Büroimmobilien. Das heißt, insbesondere im Bereich Digitalisierung von Office Spaces werden Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel als Generalunternehmer unterwegs sind, viel häufiger in Zukunft, denke ich, direkt auch beim Bau der Immobilie das Gewerk-Gebäude-Digitalisierung antreffen. Und das Gewerk-Gebäude-Digitalisierung für Büroimmobilien umfasst dann eben solche Funktionen wie zum Beispiel Community, auch da wieder Vernetzung in einem Multitenant-Building beispielsweise, natürlich besonders interessant, Kommunikation. Das heißt, direkter Austausch zwischen dem Asset Manager und den einzelnen Mietern. Dann natürlich auch dort Mehrwertdienste, beispielsweise Restaurant, Bäckerei, Brötchenservice, Fotograf und so weiter. Alles das, was man im Bereich Office eben so braucht und anbieten kann. Dann natürlich jetzt auch ganz interessant das Thema Flex Office, gerade in Corona-Zeiten, wo das alles natürlich so ein bisschen atmen soll. Ja, und natürlich in dem Zusammenhang auch das Thema Desk- und Raumbuchung. Das heißt, wenn man so ein Shared-Desk-Konzept nutzt, dann braucht es natürlich auch eine, sagen wir mal, digitale Buchungsschicht. Und die können wir hier über SpaceOS sehr schön realisieren. Auch im Office-Bereich gibt es natürlich das Thema Gästemanagement. Dort häufig gepaart mit dem Thema Zugang und Parken. Und natürlich auch das Thema Marktplatz. Also es ist nicht nur Mehrwertdienst, sondern können natürlich auch Events im Gebäude sein und so weiter. Genau. Wir haben aber im Portfolio auch ganz andere Asset-Klassen, ganz andere Immobilientypen, die wir ausstatten. Ein ganz großer Renner, möchte ich fast sagen, für den Verbau von IoT-Komponenten ist momentan das Thema Smart Storage. Self-Storage-Anlagen sind tatsächlich, werden momentan sehr gut vermietet, kommen sehr gut an. Und durch den Einbau von digitalen Schließanlagen kann man natürlich die Personalkosten dramatisch senken. Unsere Kunden spiegeln uns zurück, dass wir da teilweise bis zu 75% Personaleinsparungen haben. Und das senkt natürlich die Operational Expenses für solche Self-Storage-Anlagen ganz dramatisch. Also auch da, wenn Sie als Generalunternehmer im Bereich Self-Storage unterwegs sind, solche Dinge bauen, ganz wichtig, dass man sofort dort an den Einbau einer digitalen Schließanlage mit denkt und das auch direkt mit konzeptioniert. Genau. Hier vielleicht auch nochmal ein Teil aus unserem Portfolio, was so ein bisschen auch schon unseren Cluster Smart Construction einleitet. Nämlich sind wir gerade im Piloten unser digitales Angebot Ugulu, womit man einfach 3D-Begehungen in Office Spaces möglich machen kann, auch eben für die Baustellen fit zu machen, für den Baustelleneinsatz vorzurichten, weil wir auch sehen, dass auch da eben relevant ist, gerade in Corona-Zeiten, dass man sich nicht notwendigerweise immer vor Ort auf der Baustelle treffen muss, sondern dass man Begehungen und in Augenscheinnahmen eben tatsächlich auch virtuell durchführen kann. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass es jederzeit verfügbar ist, ohne Anreise, dass ich auch eine virtuelle Schlüsselübergabe für Teile des Assets machen kann, sowohl natürlich während der Bauphase als auch nach Übergabe dann für den Asset Manager interessant. Ich kann darüber auch einen zentralen technischen Support organisieren und habe, wenn ich das möchte, wenn es für Asset Manager dann im Einsatz ist, auch schnell eine automatisierte digitale Grundrisserstellung.
Zudem machen wir halt auch gerade erste Versuche mit KI-unterstützten Bauteilauswertungen, so als Quantity Service. Das heißt, ich gebe einfach in die UGulu-Site ein Bild eines bestimmten Bauteils und automatisiert wird meine ganze Datenbasis durchsucht, wo dieses Bauteil verbaut ist und mir eine erste Übersicht darüber erstellt, wie viele Massen denn dahinter hängen. Und dann habe ich ein automatisiert erstelltes Mengengerüst. So, genau. Das war eine schnelle Übersicht über alles das, was momentan so im Portfolio an Möglichkeiten besteht. Ich hoffe, das war ein interessanter Überblick. Und in Anbetracht der Zeit haben wir leider nicht mehr ganz so viel Möglichkeit für Fragen. Aber wenn jetzt noch irgendetwas offen ist, beantworte ich das natürlich sehr gerne noch. Oh, wir sind auch wieder am Start. Sehen tut man uns noch nicht. Sehen tun wir uns noch nicht. Ja, man wird Nachmittag, wird man nachlässiger. Jetzt langsam setzt die Müdigkeit ein in der Vielen Dank auf Moderation. jeden Fall, Frau Danke, für den spannenden Vortrag. Und Fragen, falls noch welche kommen, wir hätten jetzt erstmal keine mehr und würden ansonsten im Nachgang einfach den Kontakt herstellen. Sehr gerne. Vielen Dank, entschuldigen Sie auch die Unterbrechung, aber wir haben es ja alle wieder gelöst. Genau. Und wir freuen uns eigentlich schon direkt auf den nächsten Vortrag. Genau, ich darf ganz kurz einleiten, vielleicht bevor ich einleite.